Hey zusammen, Moment, warum sitze ich hier mit einer Canon EOS 6D Mark II? Habe ich etwa die Seiten gewechselt? Schauen wir mal, nach dem Intro. Meine Intention: Reisefotografie. Deswegen sind mir diese Punkte so wichtig. Gewicht, Mobilität, GPS, der Flip-Touchscreen und natürlich die Fotoqualität, die umstritten ist. Doch dazu später mehr. Zugegeben, ich war auch neugierig, eine Vollformatkamera aus dem Hause Canon auszuprobieren. Außerdem benötige ich eine weitere Kamera mit Videofunktion und ein wenig habe ich mich bereits an den wirklich tollen Autofokus der Canon EOS M6 gewöhnt. Und die Farben. Nach gut einer Woche mit dieser Kamera treffe ich meine finale Kaufentscheidung noch nicht. Du kannst mich aber gerne dorthin begleiten. Hier geht es um meinen Ersteindruck, doch zunächst zum Auspacken. Viel Spaß! Eigentlich nicht so sehr leicht mit 765 Gramm ist sie es aber für mich im Vergleich zu der Kamera, die ich sonst einsetze, nämlich die Nikon D810, die wiegt über 900 Gramm. Dafür besteht sie aber auch aus Metall, während die Canon 6D Mark II aus Plastik besteht. Immerhin, dieses
Plastik wirkt keinesfalls billig, fühlt sich gut an und was noch viel wichtiger ist, das Gehäuse knarzt nicht beim Anfassen, wie beispielsweise die Canon EOS M6, die ich auch benutze. Dort wirkt es nämlich wenig vertrauenserweckend. Immerhin weist die Canon 6D Mark II einen Staub- und Spritzwasserschutz auf. Das gerundete Gehäuse wirkt auf mich formschön und liegt gefällig im Licht, das ist jedoch Geschmackssache. Zur Bedienung. Links oberhalb der Kamera befindet sich das Programmwahlrad, in dessen Mitte eine Sperrtaste eingelassen ist. Die hilft euch dabei zu verhindern, dass ihr versehentlich den Modus ändert. Das ist gut, aber nicht unbedingt notwendig. Rechts oberhalb der Kamera und hinter der LCD-Anzeige sind verschiedene Funktionstasten aufgereiht, mit denen sich wichtige Funktionen wie der ISO oder der Autofokus mit dem Zeigefinger schnell erreichen lassen. Drückst du sie, bleiben dir einige Sekunden, um die Funktion mittels Hauptwahlrad auf der Oberseite der Kamera oder dem Schnellwahlrad auf der Vorderseite der Kamera zu verändern. Außerdem unterscheidet sich die Oberfläche des ISO-Knopfes von den anderen Knöpfen, damit du sie blind ertasten kannst. Eigentlich cool. Ein Lichtschalter für die Beleuchtung der LCD-Anzeige befindet sich ebenfalls dort. Im Gegensatz zu dem grünen Licht der Nikon ist es bei Canon offenbar orange. Die wohl am häufigsten verwendete Funktion eine Kamera liegt als schwarz glänzende Taste vor, nämlich der Auslöser. Und dieser Auslöser weist eine doch recht rutschige, glatte Oberfläche auf und entspricht daher eher nicht meinem Geschmack. Das Hauptwahlrad ist vertikal statt horizontal in das Gehäuse eingelassen und das ist für mich neu. Auch wenn die Qualität nicht ganz so hochwertig erscheint wie bei der Nikon D810, so fühlt sich die Art der Bedienung hier bei der Canon 6D Mark II für mich wesentlich natürlicher an. Im manuellen Modus lässt sich die Verschlusszeit hierüber schnell verändern. Auf der Vorderseite der Kamera liegen zwei Bedienelemente beieinander. Das ist einmal das Schnellwahlrad, das gut und griffig funktioniert, und der 8-Wege-Multicontroller. Was für ein Name, der zweckdienlich ist, aber nicht ganz so optimal wie beispielsweise ein Joystick. Ich habe festgestellt, dass der Z-Knopf in der Mitte bei mir irgendwie schräg eingelassen ist. Es wirkt unsauber, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da irgendwie täusche. Auf jeden Fall wäre das ein kosmetisches Manko, was bei diesem Preis auf keinen Fall sein darf. Der großzügige Lockknopf unterhalb kann für das gezielte Ausschalten bestimmter Funktionen programmiert werden. So kann zum Beispiel die Touch-Funktion deaktiviert werden. Könnte noch nützlich sein. Der Start-Stopp-Knopf gefällt mir sehr gut, mit dem man den Live-View aktivieren kann und mit dem man auch die Videoaufnahme starten kann. Zwar sieht er nicht aus wie ein gewöhnlicher Record-Button, ist aber deutlich besser positioniert als bei anderen Kameras, wo er rechts an der Seite liegt und damit nur schwer erreicht werden kann über Umgreifen. So liegt er nur einen Daumenschwenk weit entfernt und funktioniert aus meiner Sicht wunderbar. Insgesamt ist die Bedienung aus meiner Sicht eines potenziellen Umsteigers intuitiver. Die wichtigen Bedienelemente finden sich rechts, sind erreichbar für Zeigefinger und Daumen und der fotografische Prozess wirkt auf mich dadurch ein Stück weit natürlicher. Das mag nur Gewöhnungssache sein, macht mir aber bereits sehr viel Spaß. Kommen wir zum Griff. Tief geformt, angenehm, sicherer Halt, gefällt mir sogar ein Stück weit besser als bei der Nikon D810, ist aber wohl wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Hände. Ich nutze beispielsweise auch die Canon Systemkamera M6 mit den Sigma 1835. Dadurch wird die Kombination relativ kopflastig und ich habe hin und wieder das Gefühl, dass es mir wirklich aus der Hand zu rutschen scheint. Trotzdem nutze ich sie sehr gerne und häufig. Bei der 6D Mark II passen meine Finger exakt übereinander und finden sicheren Halt, während Zeigefinger und Daumen gut an die Bedienelemente der Kamera rankommen. Sauber. Kommen wir zum Material und damit zum Klopftest. Durchgeführt lässt sich sehr schnell erkennen, dass man hier ein wohlgeformtes Stück Plastik in den Händen hält. Und hält man sie und bedient sie, betätigt den Auslöser und hört den Sound, dann stellt man sich schon die Frage, wieso das 2000 Euro kostet. Meine Charakterisierung: hohles Plastik. Vielleicht mag es eher Psychologie sein oder auch nicht. Mich stört es weniger, da ich hierdurch Gewicht einspare. Und das fühlt sich auch gut an. Die Flächen aus Leder links und rechts von der Kamera fühlen sich sehr gut an und sind sauber verarbeitet. Ob es sich jetzt wirklich um hochwertiges Material handelt oder nicht, weiß ich nicht. Kannst du mir aber gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn das mit dem Plastik nicht stimmen sollte.
kommen wir zu den Anschlüssen. Links befindet sich ein Mikrofonanschluss, aber kein Kopfhöreranschluss. Zwar ist es immer noch primär eine Fotokamera, aber es ist auch unübersehbar, dass sie sich an Vlogger und Filmemacher richtet. Daher ist es für diese Klientel wohl eher unverständlich, dass kein Kopfhöreranschluss verbaut worden ist. Auch hier deutlich günstigere Kameras besitzen sowas durchaus. Diese aber nicht. Mich stört es weniger, dafür bin ich wohl nicht Profi genug. Darunter befinden sich USB- und HDMI-Anschluss. Insgesamt also eine zweckdienliche Ausstattung. Vielen Dank, dass sich rechts am Kameragehäuse ein separates SD-Kartenfach befindet und nicht eines, das im Batteriefach integriert worden ist, wie beispielsweise bei der Canon EOS M6. Das bereitet Schmerzen. Viele Semi-Profis und Profis werden sicherlich die mangelnde Ausfallsicherheit beklagen, da kein zweites SD-Kartenfach vorhanden ist. Wahrscheinlich werde ich erst dann dazugehören, wenn mir wirklich mal eine Karte ausfällt. Und dann wird es wehtun. Kommen wir zum Sucher. Dieser ist groß, bildet aber nicht 100% des Bildwinkels ab. Neu ist die elektrifizierte Mattscheibe, die zwar unentwegt Strom zieht, aber dafür es ermöglicht, gewisse Indikatoren im Sucher anzuzeigen, was ja sonst nicht geht, sondern nur beim Display. So zum Beispiel die Wasserwaage. Und das ist ein echter Mehrwert, wenn man den Sucher benutzt. Ist das der Kompromiss der Zukunft aus Spiegeltechnologie und LCD? Ich weiß es nicht, um das sagen zu können, muss ich noch mal Bilder schießen. Kommen wir nun zu einem echten Highlight, dem Bildschirm. Dieser ist in Plastik eingefasst, wirkt aber auf mich robust und stabil, nichts knarzt. Der Bildschirm selbst weist schöne Farben auf. Mit 1 Million Bildpunkten zählt dieser Bildschirm auf dem Papier nicht zu den schärfsten, ist für mich aber absolut scharf. Insgesamt macht es wirklich sehr viel Spaß, mit dem Bildschirm zu arbeiten. Ach so, bevor ich es vergesse, Focus Peaking hat die 6D Mark II leider nicht, also das visuelle Hervorheben scharf gestellter Motive, was dir das manuelle Fotografieren erleichtern soll. Das hat die kleine EOS M-Serie hingegen schon. Und das ist ein echter Mehrwert, der leider in der 6D Mark II nicht integriert worden ist oder nicht integriert werden kann. Dafür haben wir die Zebra-Funktion, also das visuelle Hervorheben überbelichteter Bildbereiche, nachdem man das Foto geschossen hat. Kommen wir zur Touch-Funktion des Bildschirms. Nie zuvor besessen und auch nie daran geglaubt, dass das ein echter Mehrwert für mich sein könnte, muss ich ab heute sagen, ja, das ist ein echter Mehrwert. Nicht nur fühle sich zeitgemäß an, Eingaben direkt am Bildschirm vornehmen zu können, gerade in Kombination mit dem wirklich guten Dual-Pixel-Autofokus lässt sich ein Motiv sicher und schnell scharf stellen mit einem Fingertipp. Es gibt sogar die Möglichkeit, bei Berührung des Bildschirms scharf zu stellen und sofort auszulösen. Und das ist gerade bei spontanen Porträts wirklich ein Mehrwert, weil es so leicht von der Hand geht. Ich finde, das gehört in jede Kamera heutzutage, besonders wenn sie teurer ist als die Canon 6D Mark II. Alles andere ist fortan veraltet. Kommen wir zum Flipscreen und hier gilt dasselbe wie für die Touch-Funktion. Hat man es einmal, möchte man es nicht mehr missen. Das macht bodennahes Arbeiten möglich bzw. das Arbeiten in schwierigen Positionen. Außerdem kann man sich so selbst beim Vloggen sehen. Aber auch auf dem Stativ ist das ein echter Mehrwert, weil die Kamera sich ja nicht immer auf Augenhöhe befindet und man sich so immer beugen müsste. Das ist nicht nur einfach ein Komfort, sondern du kannst auch Bilder machen, die du sonst nicht schießen könntest. Trotzdem muss ich zugeben, bleibt bei mir ein wenig die Sorge um die Haltbarkeit. Es fühlt sich zwar alles gut an, aber naja, so der Nightmare spukt immer noch im Kopf herum, dass man versehentlich gegen das Display kommt und es abreißen könnte. Ich hoffe aber, dass der Dauereinsatz kein Problem wird. Auch Profis schätzen dieses Feature und es gibt heutzutage keinen Grund mehr, wieso das nicht in eine Kamera eingebaut werden sollte. Der Autofokus. Im Live-View steht der Dual-Pixel-Autofokus zur Verfügung. Das bedeutet, dass du praktisch pixelgenau fokussieren kannst, wenn auch nicht ganz zum Rand hin. Im Sucher stehen dir 45 Kreuzsensoren zur Verfügung. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Wenn man das natürlich mit etablierten Systemkameras von heute vergleicht, dann ist das wenig beeindruckend. Insgesamt ist das aber ein Fortschritt für die Spiegeltechnologie. Allerdings muss man sagen, dass sie relativ mittig zentriert sind und je nachdem, wie man Bilder schießt, eben ob zum Rand hin,
dann kann es eng werden. Wer jedoch verstärkt den Live-View einsetzt, wird sich freuen, wie sicher und zuverlässig der Autofokus funktioniert. Man kann die Kontrolle einfach abgeben. Auch dieses YouTube-Video hier, da verlasse ich mich voll auf die Automatismen der Kamera. Sorglos aufzeichnen, das Motiv wird scharf gestellt und gehalten. Ich brauche nicht eingreifen, ein echter USP. Im Vergleich dazu war das Filmen in Paris mit der Nikon D810 doch wirklich deutlich schwieriger. Das ewige Pumpen des Autofokus hat genervt. Das sieht man natürlich nicht mehr im cinematischen Vlog, den wir angefertigt haben, den ich hier in der Infokarte gerne mal verlinken werde. Video, kein 4K. Für mich nicht ganz so wichtig. Immerhin habe ich Full HD mit 60 Bildern die Sekunde, aber muss ganz klar sagen, dass viele andere Kameras da deutlich mehr können, sowohl im 4K als auch Full HD Bereich. Und es ist wirklich absolut nicht zu verstehen, wieso irgendwelche Kompaktkameras, die nur ein Viertel kosten, das bereits integriert haben und sogar übertreffen. Ich habe mich nach einigen Experimenten bewusst gegen 4K entschieden, weil es meinen Workflow deutlich langsamer macht und weil ich der Überzeugung bin, dass es sich dabei wie mit der Schärfe bei Objektiven verhält. Schärfe allein macht kein gutes Bild. Da sind noch andere Sachen für wichtig, beispielsweise die Farben. Das kann man nicht schönreden, woanders geht da deutlich mehr. Was mich aber im Kontext der Videofunktion ja wirklich begeistert, ist der bereits angemerkte Autofokus. Das in Kombination mit den schönen Farben, dass man die Kontrolle abgeben kann, sich darauf verlassen kann, ist wirklich ein Paket, was sich fürs Filmen aus meiner Sicht super lohnt. Megapixel, Megapixel, Schärfe, Schärfe ist nicht alles. Wir haben hier aber 26 Megapixel und das ist schon deutlich besser als 20. Man muss ja auch zugeben, dass es natürlich schöner ist, wertvolle, einmalige Erinnerungen hochauflösender festzuhalten. Im Zweifelsfall ist es aus meiner Sicht besser, ein rauschärmeres Bild zu bekommen als immer mehr Megapixel. Das ist leider der Trend aktuell. Ich glaube, dass mit der 6D Mark II beides möglich gewesen wäre, sowohl mehr Megapixel anzubieten als auch ein rauschärmeres Bild. Hat leider nicht geklappt. Der gefürchtete Dynamikumfang ist bei der 6D Mark II eigentlich ganz gut. Nur das Aufhellen dunkler Bildbereiche kann zum Problem werden. Das ist abhängig von deinem Workflow und wie sehr du Nachbearbeitung als Teil deiner Fotografie ansiehst. Geringfügige Eingriffe gehen völlig in Ordnung. Helle Bildbereiche lassen sich gut nachregeln. Mehrere Blenden in dunklen Bildbereichen aufhellen führt zu sichtbarem Rauschen. Da ich für meine Reisefotografie nicht so viel nachbearbeiten will, ist das für mich kein K.O.-Kriterium. Trotzdem ist es aus Kundensicht völlig unverständlich, wieso günstigere hauseigene Produkte wie die Canon 80D dort bereits besser sind, von der Konkurrenz mal ganz zu schweigen. Wechsel oder nicht Wechsel, das ist hier die Frage. Schön, leicht und vollgepackt mit tollen Features wie dem Dual Pixel, Autofokus, GPS, Flip Touchscreen ist die 6D Mark II für mich ein rundes Paket. Leider ist dieses Paket zu sehr einer Produktstrategie zum Opfer gefallen, diese Kamera zu höherpreisigen Vollformatmodellen im eigenen Hause abzugrenzen und das über das Rauschverhalten. Auch wenn vieles in diesem Paket überzeugt, kann ich voll verstehen, dass das mental schwer zu verdauen ist, wenn, wie bereits schon gesagt, hauseigene, günstigere Modelle das besser können. Ehrlich, Canon? Nichtsdestotrotz halte ich das Fazit einiger Rezensenten für deutlich zu hart, denn nimmt man Bildbearbeitung zurückhaltend und selektiv vor, dann erhält man mit dieser Kamera einige tolle Features, die selbst Premium-Kameras nicht haben. Verliebt in die Canon-Farben rede ich mir das jetzt vielleicht ein wenig schön. Wie ihr das seht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mir gefallen die Bilder out of the box bereits sehr, sehr, sehr gut. Und natürlich kann die 6D Mark II nicht gegen die von mir so oft zitierte Nikon D810 konkurrieren. Das ist auch logisch in Sachen Dynamik und Schärfe, weil es auf eine völlig andere Preisliga ist. Der Komfort durch den Autofokus und den flexiblen Touchscreen und das natürlichere Bedienkonzept in Verbindung mit dem Gedanken, jederzeit sicher und zuverlässig filmen zu können, macht in der Summe wahnsinnig viel Spaß. Es fällt mir schwer zu entscheiden, ob ich diese Kamera nun behalten soll oder nicht. Ich werde sie noch intensiver testen müssen. Am Ende werde ich wahrscheinlich vor der Frage stehen, möchte ich maximale Abbildungsqualität
oder Flexibilität im Kreativsein. Was meinst du dazu? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare. Ich glaube, hin und wieder muss man sich gegen Trends wie 4K stellen. Andere Kriterien sind oft unterschätzt, wie beispielsweise der Komfort und die Bedienung und auch vor allen Dingen die Farben. Und ich bin überzeugt, dass es einigen von uns gut tun würde, sich weniger auf technischer Ebene mit den Kameras auseinanderzusetzen und sich stattdessen wieder stärker auf das zu konzentrieren, was Spaß macht, nämlich kreative und schöne Bilder und Filme zu machen. Und zwar mit dem, was man hat. Oder? Daumen hoch, wenn dir mein Video gefallen hat, runter, wenn nicht so sehr, lass mir ebenfalls gerne ein Abo da. Mach's gut, viel Spaß und bis bald.